Guten Morgen. Willkommen zu meinem Vortrag, warum Flamingos die besseren Pelikane sind. Vielleicht zum Anfang, wer hier benutzt alles Pelikan oder hat schon mal Pelikan eingesetzt? Na, prozentual sind das gar nicht so wenige. Mein Name ist Florian Scherf. Ich arbeite bei Pangotronics in Hildesheim. Das ist zwischen Braunschweig und Hannover. Wir haben auch hier einen Stand in der Booth Area, wo ihr uns besuchen könnt. Ich bin Webentwickler und vornehmlich Python-Entwickler und beschäftige mich sehr viel mit IO, HTTP und mit Django. Ich möchte in diesem Vortrag erstmal grundlegend erklären, was ein Static Site Generator ist. Das wissen viele nicht. Und die Geschichte von www.pangotronics.de, weil ich habe die Aufgabe geerbt, diese Webseite zu betreuen. Und wir haben Pelikan versucht dafür einzusetzen oder haben es lange eingesetzt. Und ich möchte vor allem eigentlich erklären, warum wir es nicht mehr einsetzen und warum wir uns sozusagen ein eigenes Static Site Generator Projekt ans Bein gebunden haben. Traditionell gibt es im Internet zwei verschiedene Modelle, wie man Web in den Browser kriegt. Das viel einfachere Modell einer statischen Webseite ist einfach, man hat irgendwo ein Verzeichnis auf seinem Server, also meistens war www, und da liegt irgendwie ein ganzer Haufen HTML-Kram rum und es gibt einen Webserver, den Apache meistens, und der liefert das halt einfach aus. Das ist halt super, super simpel. Das hat Vor- und Nachteile. Der Software-Stack ist super, super klein. Das ist eine kleine Linux-Maschine, da ist ein Apache drauf, der ist sicher gegen die meisten Angriffe, die einem so einfallen und auch gegen ganz viele, die einem nicht einfallen, weil es den einfach schon ewig gibt. Und er ist super geeignet für den Anwendungsfall. Man hat halt irgendwie so ein bisschen HTML und das wird halt super selten mal geschrieben, aber sehr oft gelesen. Kontra ist, man muss sich, wenn man den Content editieren will, muss man halt einen eigenen Editor haben, man muss irgendwie Zugriff auf diese Maschine haben, man muss wissen, wo der Kram liegt und. Ach so, genau, und sie ist natürlich, wie der Name schon sagt, sie ist statisch. Es gibt keine Interaktion mit dem User, der kann nur draufklicken und lesen. Das andere Modell, was auch die meisten Webseiten, die man so da draußen so kennt, machen, sind halt dynamische Webseiten. Da gibt es zwischen dem Server und dem Browser dann halt noch ein Content-Management-System. Ich habe mal in diesen Grafiken immer die einzelnen Blöcke angezeigt, was man an Komponenten braucht. Und das in Klammern ist immer eine Beispielimplementierung. Meistens die am gebräuchlichsten ist. Wenn man sich so ein WordPress klickt, da hat man dann Redaktion drin und man kann seine User irgendwie drauf schulen, so, ja, du musst dich gar nicht mit Linux auskennen und überhaupt nicht mit Web und so, sondern hier gibt es so ein schickes Formular, da klickst du drauf und dann kannst du den Content ändern und alles cool. Alles wird in einer großen SQL-Datenbank abgelegt. Ist auch sehr gebräuchlich. Auch das hat seine Vor- und Nachteile. Interaktionen mit Besuchern und halt auch mit Content-Editoren ist möglich und auch notwendig. Die kommen meistens mit einem Content-Editor und sind gut geeignet, wenn man, ich sag mal, eine große Redaktion hat oder ein großes Team an Leuten, die gleichzeitig an diesen Sachen editieren wollen und man den Leuten eigentlich nicht Interaktion mit dem Server beibringen will, sondern man möchte einfach nur, dass die ihren Content schreiben. Das große Gegenargument ist, der Software-Stack wird halt viel größer. Und es kann viel mehr schiefgehen und man braucht eigentlich einen Admin, der regelmäßig Zeit hat, in dieser Maschine mal vorbeizukommen, Sicherheit-Patches einzuspielen und. Pangotronics.de. Pangotronics ist eine relativ kleine Firma. Und die Webseite wird von früher einer Person, heute so zwei Personen gemanagt. Einen Content-Editor brauchen wir überhaupt nicht. Wir sind eine Firma für Embedded Linux. Die meisten sind halt Hardcore-Linux-Hacker. Wenn man den Content-Editor mit Web und Schick und Farben und so in die Hand drückt, dauert das 8 Minuten, dann haben die sich ein Textinterface für ihren Emacs gebaut. Das heißt, ob ich denen jetzt ein Textinterface gebe oder nicht, sie benutzen eins. Recht wichtig ist, es muss im Zug editierbar sein. Der Zug ist keine Metapher. Die meisten Inhalte früher auf der Webseite sind auf langen Zugfahrten entstanden, wenn der Chef halt gerade Zeit und kein Internet hat, um irgendwas anderes zu machen. Und es muss einfach wartbar sein, weil das ist nicht unser Kerngeschäft. Ich bin auch der einzige Webentwickler da. Das heißt, außer mir, wenn das nicht tut, dann benutzt es halt keiner.
Und wenn ich kein Vim und kein Emacs und so, und wenn das irgendwie alles schwierig ist, schreiben die Leute keinen Content. Dann sieht die Seite einfach 3 Jahre genauso aus, wie sie irgendwie vor 3 Jahren ausgesehen hat. So. Als ich dazu gekommen bin, gab es natürlich schon eine Webseite. Die Webseite ist 2002 ins Leben gerufen worden, beziehungsweise das ist der früheste Snapshot, den ich im Webarchive gefunden habe. Und der basierte auf WML. Kennt irgendjemand WML? Oh, Mensch, so viele Hände. Hatte ich nicht erwartet. Ich kannte es nicht. Habe auch gleich einen kleinen Anschluss gekriegt. Was, WML, das kennst du nicht? Das war damals der heiße Scheiß 2002. Naja, 2002 war ich halt so alt. Also, naja. Und das ist ja auch nur so die halbe Wahrheit. Also das lief halt wirklich bis in die Mitte von 2016 und mit dem nicht angefassten Code. Und das lief nur noch auf einem Debian Old Stable. In neuen Versionen ließ es sich nicht mehr kompilieren. Und wohlgemerkt nicht Old Stable, sondern Old Stable von 2013. Also der alte Kram, der 2013 schon alt war. Es gab genau noch 2 Leute, die wussten, wie man die Sachen fehlerfrei durchbaut. Und wenn einer im Urlaub war, und leider ist einer von denen einer, der tendenziell auch mal so 3 Monate im Urlaub ist, kein guter Stand. Das war aber prinzipiell erstmal okay. So sah die Webseite zu der Zeit aus. Das ist nicht unser Kerngeschäft, und es war auch immer die Aussage, ach, wir sind ganz viel auf Mailinglisten aktiv und wir machen ja auch so Akquise. Ist alles nicht so schlimm. Ist jetzt nicht schön, da müssen wir uns nichts vormachen, aber hey, es funktioniert. Wenn man eine große Änderung machen will, muss man dem Admin halt mal eine Mail schreiben und dann macht er das. Das dauert irgendwie 2 Tage und dann ist es auf der Seite. Voll in Ordnung, alles kein Problem. Dann 2016 haben wir uns von einem Designer ein hübsches Webinterface machen lassen für ein internes Projekt. Das sieht so aus. Alles ein bisschen moderner. Übrigens, das Bild ist absichtlich links, weil das war auch im Web alles links. Das ist nämlich noch optimiert für Webseiten, die auf so großen Monitoren, also für 600x800 und so. Das war alles ganz fürchterlich. Und es wurde nur so ein bisschen gefixt, damit es auf Breitbild so ein bisschen funktioniert. Naja gut, also alte Zöpfe abschneiden, es gibt jetzt ein neues Design. Es hat sich ein Designer hingesetzt und hat uns das gemalt und wir fanden das auch total schön. Das war für ein internes Projekt, unser Intranet. Und dann haben wir das halt so nebeneinander gehalten und so, jetzt sehen das nur wir. Das ist irgendwie auch total doof. So, jetzt haben wir irgendwie diesen Klumpen alten WML-Code und wir haben dieses shiny neue Interface. Und wir haben irgendwie so einen Webentwickler, der kann irgendwie neu und shiny, der kann kein WML. Dann haben wir den Admin, der kann WML, der will aber eigentlich kein WML machen. Und wir kriegen es irgendwie nicht zusammen. Naja gut, also das ist jetzt vielleicht mal der Moment, wo wir das mal alles anfassen wollen. Okay. Achso, der Vollständigkeit halber, das war bis 2018 mit Pelikan. So sieht die Webseite jetzt aus. Mit Flamingo. Okay, Anforderungen. Also wir haben uns halt hingesetzt und gesagt, dann finden wir jetzt einfach mal raus, wie irgendwie neues, hippes Web aussieht. Und das mit diesen Textfiles, das ist ja eigentlich so ganz cool. Also wir wollen jetzt vielleicht nicht WML schreiben. Wer noch nie WML gesehen hat, das ist so eine komische Mischform aus seltsam aussehendes XML mit GCC-IFDEVs drumrum. Das klingt genauso, also es ist genauso fies, wie es klingt. Relativ wichtig für uns ist Internationalisierung. Also wir hatten ja schon mal eine Webseite, da gibt es Links drin, die müssen weiter funktionieren. Die sind in unserer Dokumentation drin, die sind auf unseren Visitenkarten, die müssen weiterhin gehen. Wir haben aus unseren Dokumentationsprojekten gelernt, Restructured Text. Das ist ein tolles Format, das wollen wir weiterschreiben, das ist schön erweiterbar. Das ist auch Hacker-kompatibel, das heißt, das kann man im Vim editieren, das kann man im Emacs editieren und noch in allen anderen Zwischenformen. Wenn wir können, wollen wir halt Python haben oder was in Python geschrieben ist, weil wir haben einen Webentwickler, der gern Python macht und auch alle anderen Projekte bei uns, die nicht C sind, sind in Python geschrieben. Es ist wichtig, dass das in einem Git funktioniert, weil unser Workflow ist, jeder kann und soll auch zum Beispiel Blog-Einträge schreiben, aber jeder Blog-Eintrag und jede Änderung muss noch einmal beim Chef vorbei. Also einmal Review. Und der sagt dann Yo oder No. Also wenn ich irgendwie Inhaberseite von Robert Schwebel auf Florian Schärf ändere,
Gut, ich könnte es vielleicht ausrollen, aber eigentlich geht das dann durchs Review und dann wird geschrieben, naja gut, also den Inhaber ändern wir dieses Mal noch nicht. Ganz wichtig sind zentrale Builds. Bei den WML-Sachen gab es immer so eine Kette von Ausreden. Irgendein Mitarbeiter hat irgendwas richtig Cooles gemacht, sowas wie Barebox erfunden oder so. Und dann, also bei diesem Informationslayer bleibt es dann auch. Der sagt beim Kaffee so, ja, habe jetzt irgendwie Barebox erfunden, ist irgendwie ganz cool. Oh, cool, können wir da einen Blogpost draus machen? Da muss ich ja WML schreiben. Okay, also WML ist schon mal raus aus der Kette. Du kannst irgendwie RST schreiben. Oh, nee, da muss ich auf meinem Laptop diesen ganzen Python-Kram irgendwie aufsetzen. Nein, muss alles gar nicht aufsetzen, ist alles in einem Makefile. Da muss ich ja so lange warten. Na, musst du auch nicht. Ist kein Problem. Wenn das einfach pusht, das landet bei uns auf dem Jenkins, zentrale Infrastruktur. Das wird da gebaut, du kannst es dir auf einer speziellen internen URL nochmal angucken und wenn es irgendwie cool aussieht, sagst du dem Chef Bescheid. Es passiert natürlich trotzdem nicht. Aber jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Okay, also. Mit diesen Anforderungen fängt man halt an, rumzugoogeln und guckt sich an, was es so gibt. Und das Erste, was aufpoppt, ist halt Pelikan. In Klammern steht oben erster Blick, weil der war nicht von mir. Der Chef hat zusammen mit einem anderen Mitarbeiter, haben sie halt rumgeguckt und haben sich was ausgesucht. Und von der Feature-Liste her klingt Pelikan auch erstmal richtig cool. Das ist in Python geschrieben, das hat eine Plugin-Infrastruktur, das heißt, man kann das auch erweitern. Das unterstützt RST, Markdown und HTML, also alles, was wir gerne wollen. Und man kann Jinja-Templaten, also keinen fiesen GCC-Syntax. Und es gibt auch schon eingebaute Internationalisierung, also Deutsch, Englisch mit URLs, so wie man das halt alles haben will. So, dann habe ich das Projekt in die Hand gekriegt mit, ja, das funktioniert eigentlich praktisch schon alles. Wir haben da zwar noch so ein paar Sachen, die wir gerne hätten und die URLs sehen irgendwie noch komisch aus. Aber mein Gott, das kriegst du bestimmt alles repariert. So, zweiter Blick von mir. Nach 2 Wochen war irgendwie klar, okay, also das Datenmodell ist irgendwie super starr. Es wird super schwierig, da neue Sachen einzubauen. Die Internationalisierung ist auch super starr. Da fallen halt URLs raus, die sind, wie sie sind. Man kann die so ein bisschen anpassen, aber sie passten leider in unser formalisiertes Format nicht rein. Absolute Paketierungshölle, weil es gibt keine Paketierung. Wenn man ein Pelikan-Plugin benutzen möchte, gibt es ein GitHub-Projekt, das heißt Pelikan-Plugins. Das klont man sich und in diesem Projekt sind Git-Submodules auf andere GitHub-Projekte. Was bedeutet, wenn jemand seinen GitHub aufräumt und sagt, ach, dieses Plugin habe ich seit 2 Jahren nicht angefasst, weg damit. Dann ist es weg und man kann plötzlich seine eigene Webseite nicht mehr bauen. Und das ist uns passiert. Ich pushe eine Änderung, will irgendwo nur ein Typo fixen und der Jenkins sagt, nö, das baut nicht mehr, ich kann das nicht installieren. Ja, super. Dann kratzt man das aus irgendwelchen GitHub-Archiven raus, weil es liegt nicht auf PyPy, es ist nirgendwo paketiert. Das war der einzige Host, wo das irgendwie rumlag. Spätestens an dem Zeitpunkt war auch klar, okay, also Pelikan-Plugins kannst du dich nicht drauf verlassen. Entweder wir mirroren den ganzen Mist oder wir lassen es halt sein. Es gibt ich habe keine Debug-Tools geschrieben, aber es gibt fast keine Debug-Tools. Es gibt immer nur so ein bisschen Dokumentation, wenn was klemmt, wo es sein könnte. Es gibt Projekte, die einem so ein bisschen Introspection gibt, aber die muss man dann sehr in sein Projekt integrieren. Das ist kein, ich mache das mal schnell an, gucke rein. Also ich kann es nicht mal schnell fixen, sondern ich muss mir Zeit nehmen. Und es gibt sehr kryptische Fehlermeldungen. Das ist jetzt Geschmackssache. Ich fand die Fehlermeldung nicht so wahnsinnig kryptisch. Das Problem ist, wie schon gesagt, die Leute, an die sich diese Software richtet, die haben schon jetzt keine Lust. Die klonen das Projekt und sagen, oh, jetzt muss ich einen Blogpost schreiben. Und das erste Windchen in Richtung, es geht vielleicht nicht, reicht, um zu sagen, tja, dann kein Blogpost. Und wenn da eine rote Fehlermeldung rauskommt, die am Ende noch einen Python-Backtrace enthält, ja okay, es ist unbenutzbar, ich brauche keinen Blogpost schreiben. Man kann keine einzelnen Seiten generieren lassen. Wir haben eine sehr große Webseite mit vielen Bildern. Im Moment sind es, glaube ich, 1200 Content-Files und knapp 800 Bilder. Wenn man in dem alten Setup auf der Hauptseite ein Typo fixen wollte, musste man im Schnitt 90 Sekunden warten, bis die Änderung neu gebaut wurde, um nochmal nachzugucken und dann zu merken, Mist, ich habe mich nochmal verschrieben. Also echt lange Entwicklungszyklen. Und wenn sie zu lang sind, die Leute machen es halt einfach nicht. Ich auch nicht. Und Pelikan produziert ganz viel Output, den ich nicht gebrauchen kann. Die machen so Sachen wie, hey, du willst doch von deinem Blogpost bestimmt auch so ein Archive haben.
Nee, will ich eigentlich nicht. Lässt sich aber auch nicht ausschalten. Habe ich leider erst nach einem Jahr rausgefunden, als mir jemand Nettes im Internet Bescheid gesagt hat, ist euch eigentlich klar, wenn man nach Pengotronics googelt, sind die ersten zwei Seiten tote Links. Ich so, was, wie zwei Seiten tote Links? Kann doch gar nicht wahr sein. Und dann gucke ich da drauf, ja, das sind irgendwelche alten Archive-Links, die wir halt überhaupt nicht supporten, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da drin sind. So ein Mist. Ein paar von denen müssen wir immer noch mitpflegen, weil Google immer noch nicht vorbeigekommen ist, um die mal wegzuscrappen. Mist. Okay, Fazit. Naja, was sollen wir tun? Es gibt halt nichts anderes. Also es gibt schon so ein paar Alternativen, aber die meisten Projekte sind irgendwie entweder noch schlimmer oder schon längst aufgegeben. Und die Aussage von oben ist, na, ist doch alles Python, kann man doch bestimmt alles fixen, oder ist doch alles kein Problem. Naja. Okay, das ist die Pelikan-Implementierung, was wir alles machen mussten. Also erstmal habe ich alle Schweinereien, die ich machen musste, in einem Makefile versteckt, damit alle User, die das benutzen, sozusagen vorne auf der Bühne nicht mitkriegen, wie schlimm hinten alles ist, weil sie sonst weggehen. Ich habe mir Custom-Debug-Tools gebaut, weil, naja, also ich musste halt über lange Zeiten daran entwickeln und irgendwie immer nur im Blinden rumzustochern, nicht so schön. Wir brauchten einen Custom-RST-Parser, weil wir besondere Syntax an manchen Stellen gebraucht haben, die es halt nicht gab und die sich auch nicht implementieren ließ. Wir haben ein Custom, Rendering Engine heißt es in Flamingo, und das heißt, glaube ich, Writer. Wir haben einen Custom Jinja 2 Writer geschrieben, weil wir nach vorne Daten durchgeben mussten, die immer auf dem Weg verloren gegangen sind, und eine Custom Internationalisierung. Außerdem eine Blogging Engine und eine Mediaverwaltung. Also echt viel. So, wir sind jetzt an einem Stand. Pengotronics.de sieht schick aus, es funktioniert. Aus Anwendersicht ist eigentlich alles cool. Es gibt irgendwie so ein Makefile, das alle Schweinereien macht. Man kann das halbwegs debuggen, es funktioniert alles. Mir sträuben sich die Haare. Ich habe zwischendurch herausgefunden, dass wir eigentlich die Pelikan-Version gar nicht mehr updaten können, weil meine Hacks nur funktionieren mit einer besonderen Version. Aber hey, Static Site Generator, alles nicht so schlimm. Kriegt ja keiner mit, sieht ja auch keiner. Aber nochmal mache ich das nicht. Nochmal mache ich das nicht. Wir haben ja auch nur eine Firma, ist ja alles gar kein Problem. Naja, wir haben seitdem, vor zwei Jahren haben wir noch eine Firma gegründet. So ein Mist. Und zu der Zeit braucht man natürlich auch eine Webseite, die sieht so aus. Wer sich noch an die Webseite von vorhin erinnern kann, die sehen ja sehr ähnlich aus. Und die Sachen sind auch alle fast gleich. Und deswegen kam sofort eine Mail mit, naja, wir wollen eigentlich genau das Gleiche nochmal. Das funktioniert alles richtig cool. Es darf aber nicht im selben Projekt sein, weil, wie gesagt, es ist eine eigene Firma. Vielleicht sollen Leute, die in der Linux Automation GmbH arbeiten, nicht Zugriff auf Pengotronics.de Sachen haben und andersrum. Also alles nochmal, aber getrennt. Puh, okay. Also ich habe mir sozusagen nochmal so ein Projekt eingetreten. Wir erinnern uns nochmal, was ich eigentlich alles vorher schon gemacht habe. Und wenn man jetzt mal die Feature-Liste von Pelikan gegen diese Liste an Sachen, die wir gebaut haben, hält, fragt man sich, brauchen wir das Pelikan eigentlich noch? Wir sind doch irgendwie nur noch zwei Patcher davon entfernt, das rauszuschmeißen. Und das ist halt genau das, was wir gemacht haben. Es brauchte eigentlich nur noch so ein bisschen Glue-Code, um die neuen Sachen, die gut funktionierten, um ein neues Projekt zu starten. Wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, ja, muss das sein? Müssen wir jetzt wirklich sozusagen nochmal von vorne anfangen? Zu der Zeit hatte Pelikan einen Source-Code in der Größe von 19.000 Zeilen, von denen wir echt wenig nur noch benutzt haben. Die meisten Sachen waren ja sowieso schon von uns. Und wir waren sowieso mit der Community und mit der Reaktion von den Leuten relativ unzufrieden. Das heißt, haben wir gesagt, ey, wir können jetzt entweder zwei Jahre investieren und Flamingo fixen mit Pelikan fixen, mit unklarem Ausgang, ob wir irgendwie sowieso alles reinkriegen. Ich hatte mal, als ich das neue Datenmodell geschrieben habe, habe ich mal so vorsichtig in die Richtung gefragt, ob die das cool fänden. Und da war auch gleich einer, der sagte, ja, prinzipiell schon, aber du musst doch alle Plugins fixen. Genau. Okay, Flamingo. Das Erste, was mir persönlich ganz wichtig war, Flamingo hat keine feste Projektstruktur. Pelikan und alle anderen Projekte, die man so aus dem Internet sich holen kann, die haben immer einen besonderen Way of Life. Immer einen, du musst Sachen so machen, damit sie bei uns funktionieren. Mal ehrlich, die Problemstellung ist eigentlich ziemlich simpel. Ich habe ein Stück RST-Code und da soll irgendwie HTML-Code rauskommen. Warum muss ich mir irgendwie eine fremde Projektstruktur eintreten? Debug-Tools. Ich will, dass Debug-Tools von Anfang an dabei sind. Die müssen eingebaut sein, weil sonst benutzen die Leute sie nicht.
ich will ein Datenmodell, das nicht starr ist. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das in 2 Jahren benutzen will. Das muss irgendwie so weit gefasst sein, wie es irgendwie geht. Ich habe schon gesagt, ich beschäftige mich viel mit Django. Und ich fand das Datenmodell von denen immer richtig toll. Das kann man total gut lesen. Man kann in jeder Zeile sofort verstehen, was da gerade passiert. Außerdem, wenn ich was Fremdes klaue, muss ich es nicht so doll dokumentieren. Da kann ich sagen, hier, das müsst ihr die fremde Doku lesen. Alle Daten sind von überall erreichbar. In Pelikan ist oft das Problem, ich habe an einem Stück des Projekts habe ich die Daten und ich muss sie bis nach vorne irgendwie ins Template reindödeln. Und es geht einfach nicht, weil irgendwo dazwischen kommt jemand und setzt einen anderen Kontext auf und ich muss mir erst eine Brücke bauen. Paketierung. Paketierung ist komplett optional. Man kann auch einfach Skripte schreiben. Es gibt da Import Magic, also das heißt, man muss sich nicht mit Setup-Tools auseinandersetzen, wenn man nicht will. Das war mir auch sehr, sehr wichtig. Wir hatten auch selber eine ganze Menge Paketierungsprobleme, weil das funktioniert nur so richtig mit den Plugins, wenn das ein Modul ist und es ist irgendwie alles ein bisschen doof. Jetzt, wo wir so halb fertig sind, wir sind jetzt bei V0.10.2, wohlgemerkt mit Plugins, haben wir eine Codebase von knapp 3200 Zeilen, während Pelikan ohne Plugins, also nur der Core, 19.000 Zeilen lang ist. Ist halt dynamisch gewachsen. Okay, Flamingo, der Flamingo-Datenfluss. Wer den Datenfluss von Pelikan kennt, wird hier vieles wiedererkennen. Die Sachen, die gut waren, habe ich einfach gnadenlos geklaut. Es fängt immer an mit entweder RST oder Markdown oder HTML oder noch irgendwelche anderen Syntaxe, die irgendwie in den nächsten Jahren irgendwann mal cool werden. Die werden geparsed. Es gibt einen Parser, der rekursiv das Content-Verzeichnis durchgeht und aus jedem Content-File, die können halt so aussehen. Das wäre jetzt ein Hello World in RST. Oben gibt es immer einen Metadatenblock, da kann man reinschreiben, was man möchte. Die Daten werden bis ins Content-Objekt weitergegeben. Getrennt wird es immer mit 2 Newlines und unten kommt der Content-Teil, der halt zu der Dateiendung passen muss. Hier wäre dasselbe Beispiel nochmal mit HTML. Also da hat sich nichts geändert, außer der Dateiendung und der Inhalt. Man braucht in Pelikan sehr oft Hilfstemplates, weil ganz manchmal ist es halt so, dass man in diesem starren Content dann doch mal irgendwie eine Variable auflösen muss. Sowas wie die Version von unserem eigenen Bildsystem oder das Datum, an dem irgendwie die Seite gebaut wurde oder sowas. Und weil man da in Pelikan immer riesige Verrenkungen machen muss, um da irgendwie dann doch noch so ein bisschen Live-Content reinzukriegen, habe ich in Flamingo einfach vorgesehen, dass jedes Template bzw. jedes Content-File einfach ein Template sein kann. Wenn da drin Templating-Code ist, dann wird das vorgetemplated und ich habe die ganze Zeit Zugriff auf alle Seiten, allen Kontext. Wer ein bisschen was mal mit Django gemacht hat, wird hier erkennen, dass man diese Zeile live aus einem Django-Projekt rauskopieren und hier reinkopieren könnte und sie würde funktionieren. Okay, dann habe ich also eine Liste von Content-Files, Content-Objekten, die ich in... jetzt bin ich kurz durcheinander gekommen. Content-Filter. Genau, das habe ich eben schon so ein bisschen angerissen. Wie gesagt, ich kann einfach Django-Code schreiben, so wie ich ihn gewohnt bin. Und er funktioniert einfach weiter. Selbst die ein bisschen abgefahreneren Sachen in Django, die Queue-Objekte, Value-Listen und so, das funktioniert alles. Das Datenmodell von Flamingo ist tatsächlich ein nahezu perfektes Drop-in-Replacement für Django-Models. So, dann tue ich alles in meinen Plugin-Manager. Es gibt ein paar Plugins, die sind vorinstalliert. Und man kann seine eigene Plugins schreiben für alle Features, die einem so einfallen. Und noch an den Content-Objekten rumfummeln. Ein Plugin könnte zum Beispiel so aussehen. Dieses Plugin würde alle Posts oder alle Content-Objekte, die einen Pfad haben, der mit Block anfängt, raussuchen und einen Flex setzen, dass das ein Blog-Post ist. So, und wenn wir damit fertig sind, dann wird tatsächlich einfach das fertige Content-File bzw. das fertige Content-Objekt in ein File gegossen. Dazu mache ich kurz eine Demo. Jetzt muss ich hier live.
Oh, tatsächlich, das hat funktioniert. Flackert es bei euch auch? Nö. Okay. Also, das ist die Pengotronics-Webseite. Die könnt ihr euch auch bei uns am Stand noch mal ein bisschen mehr angucken, wenn ihr ein bisschen detailliertere Demo sehen wollt. Links seht ihr die, der Output, also der, der auch direkt sozusagen im Internet dann steht. Und rechts seht ihr den Source Code zu dieser Seite. Da kann sich ja eigentlich keiner mehr rausreden, dass das jetzt irgendwie schwierig ist. Und das Tolle daran, das ist total live. Man kann live daran editieren. Flamingo kriegt es mit, dass sich Sachen geändert haben. Und der Server refresht die Seite. Das heißt, ich habe einen Content-Editor, der fast so funktioniert, wie ich das aus einem WordPress gewohnt wäre, aber komplett auf File-Basis. Drops 2. Tada, alles total live. Die Debug-Tools sind fest in diesen Live-Server mit eingebaut. Ich habe die ganze Zeit Zugriff auf meine Metadaten. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen, aber glaubt mir, sie sind da. Ich habe immer, also das sind die Metadaten hier aus dem File, kann ich mir hier die ganze Zeit live angucken. Das sind natürlich ein bisschen mehr geworden. Es gibt eine ganze Menge Plugins, die halt da drauf rumschlagen. Ich kann mir die ganze Zeit den Template-Kontext angucken, also welche Daten, das Ginger benutzt hat, um diese Seite zu rendern. Das, alleine das ist in Pelikan immer ein Riesenkrebs. Ich kann mir die ganze Zeit die Settings angucken, die benutzt wurden, um diese Seite zu generieren. Und was noch viel, viel wichtiger ist, ich kann mir live den Log angucken, den Flamingo zu der Zeit produziert hat, und zwar mit Filtern und alles. Das ist das Tool, das ich immer haben wollte und das ich mit Pelikan kaum implementiert gekriegt habe, nur so ein bisschen. Und selbst wenn einem das alles nicht reicht und man hat hier irgendwie immer noch Probleme rauszufinden, was eigentlich gerade passiert. Oh, ne? Ist ja noch nicht V1. Wenn ich hier drücke, aufgemerkt, startet er mir hier eine interaktive Shell, mit der ich live die Content-Objekte im RAM mir noch angucken kann und editieren kann, um alles rauszufinden. Früher mit Pelikan habe ich für einen kleinen Bug, der mir eingeplant wurde, für irgendwie 2 Stunden, in der Regel eine Woche gebraucht. Jetzt kann ich sehr live nachgucken, was eigentlich passiert, und brauche wirklich nur die 2 Stunden, die anberaumt sind. So, das ist ja alles schon mal ganz schick. Also auf pengotronics.de funktioniert das alles ganz toll. Müsst ihr mir glauben, weil die ist natürlich nicht Open Source. Wenn ihr jetzt damit anfangen wollt, dann ist das auch ganz einfach. Dokumentation ist ja immer was ganz Tolles, aber man will ja eigentlich sofort eigentlich hier am liebsten was zum Spielen haben. Deswegen gibt es, warte mal, ist das Verzeichnis leer? Ja. Deswegen gibt es Flamingo Init. Wenn ich sage Flamingo Init Website, dann baut er mir ein Verzeichnis zusammen, in dem ein fertig zusammengebootstrapptes Flamingo ist. Mit Makefile und alles und mit Batteries included. Wenn ich hier sage Make Server, kleinen Moment. Es läuft auf dem Cache, das sollte jetzt nicht so lange dauern. Oh, es läuft nicht aus dem Cache. So. Da läuft er. Port 8080. Ja, das hat hier schon aufgemacht. Dann läuft das Zeug hier live. Mit allen Debug-Tools eingeschaltet und an, so wie man das irgendwie erwarten würde. Und auch hier, ich glaube das hier nochmal kurz ein. 3. Wenn ich hier in der Home-Seite rummache. Alles ist live und funktioniert irgendwie sofort. Das brauchen wir auch halbwegs oft, weil in nächster Zeit wollen wir auch, also ist noch Zukunftsmusik, mal unsere Dokumentation so schreiben, weil wir auch mit Sphinx sehr unzufrieden sind. Ja, das wäre meine Demonstration. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gibt es Fragen? Ah. Ja. Sehr gute Frage. Die Frage war, ob das Debugging ein Plugin ist. Es gibt den Flamingo Core, in dem sind ein paar Plugins an. Es gibt zum Beispiel ein Plugin, das dafür sorgt, wenn es
wenn ein Input-File kommt, das kein Output definiert hat, wo das hingeschrieben werden soll? Gibt es ein generisches Plugin, das aus zum Beispiel index.rst index.html macht? Das wäre ein internes Plugin. Der Live-Server ist eine eigenständige Applikation, der statt einem Bildprozess einen IO-HTTP-basierten Server startet und im RAM das machen würde, was ein Flamingo Make-HTML macht. Das heißt, es ist kein Plugin, sondern es ist eine Applikation, die wild im Flamingo-Speicher rummacht. Ja. Bei wo? Das kenne ich nicht. Python ist harte Dependency. Die Frage war, ob ich schon mal... Hugo? Hugo, okay. Ja. Nein, das ist, also die Frage war, ein Tool, das ich nicht kenne, Hugo kann irgendwie bei GitLab on Push irgendwie selbstständig bauen. Das geht mit Flamingo natürlich ganz genauso. Das ist überhaupt kein Problem. Das musst du nur einrichten. Wenn du auf deiner GitHub-Seite deinen Blog oder so als Flamingo-Page hostest, kannst du in deinem GitHub-Account einstellen, dass on Push dieses dein Make-File, das du sonst per Hand anschmeißen würdest, angeschmissen wird. Zum Beispiel ein Kollege von mir macht die Freifunk Braunschweig-Seite genau so. Die haben ein GitLab und da ist ein Push-Hook definiert, der, wenn jemand die Seite pusht, die Seite neu ausrollt. Und das machen wir bei uns mit unserem eigenen CI, mit dem Jenkins ganz genauso. Also keiner pusht irgendwie direkt auf den Webserver. Was ist eben gesagt? Wo denn? Ach so, Entschuldigung. Ja, hi. Wie bitte? Oh ja, ohne Ende. Das kann ich gerne mal zeigen. Die Frage war, kann ich JavaScript in meinem Projekt benutzen? Und die Antwort ist ja, ohne Ende. Das ist das Pangotronics-Projekt, also von der Webseite, die ihr euch da im Internet angucken könnt. Da gibt es ein Theme und da sind die ganzen HTML-Files drin und da ist auch eine ganze Menge SVGs und da müsste irgendwo auch noch ein Bootstrap drin sein und hier ist irgendwie das Photoswipe.js drin. Die Themes sind so gemacht, wenn du auswählst, das ist das Theme, das ich benutzen möchte, kann ein Theme aus zwei Verzeichnisstrukturen bestehen. Es gibt Templates und Static und wenn ein Theme einen Static-Ordner hat, wird der komplette Inhalt von diesem Static-Verzeichnis in den Output mitkopiert. Also jede Menge Zeug. Ruhib. Zu den Streams, ist das zufällig genau dieselbe Struktur wie bei Streams? Nö, tatsächlich ist das abgeschrieben bei Django, aber ich glaube, die haben bei Django abgeschrieben. Da gibt es halt die Unterscheidung zwischen Themes, Templates und Static. Und dann gibt es noch Media. Bestimmt. Irgendwo muss es ja hin. Und ist das bei Flamingo dann auch so? Es gibt ein Verzeichnis, das heißt standardmäßig Output. Ja. Aber wenn Sie was anderes haben wollen, wenn du was anderes haben willst, dann sagst du, mein Output ist def 0. Kein Problem. Ah, das ist die, okay, jetzt habe ich die Frage verstanden. Okay, die Frage war, kann ich das zusammenkompilierte, den kompilierten Output per Rsync irgendwo hin tun? Moment, wir haben jetzt eben Make Server gemacht. Wenn ich hier mal Make HTML mache, gibt es ein Output-Verzeichnis, wo die
Files, die ich eben sozusagen live im Server gezeigt habe, hingeneriert werden. Die kann man einfach in tar packen oder mit rsync-r irgendwo hinsynken. Kein Problem. Und es ist auch versprochen, dass der Output immer genauso aussieht wie da. Null, zehn, zwei haben wir gerade. Und ist das also Themes vorgesehen? Also gibt es da schon so ein bisschen was? Naja, du hast, also die Frage war, wie der Stand ist, ob so Themes und so vorgesehen sind. Das, was wir schon gesehen haben, das war ja eine Webseite mit Bootstrap 4, ist das, glaube ich, gemacht. Das Bootstrap 4-Theme ist fest eingebaut. Das kann man einfach benutzen. Ich mache auch noch ein Bootstrap 3-Theme. Das ist aber vor allem eigentlich, um den Leuten mal was zum Anfassen zu geben. In der Regel haben sie ihr eigenes Design, das sie irgendwie einpflegen wollen. Und das ist eigentlich nur, um zu zeigen, wo die Files hin müssen, die man braucht. Der Stand ist, wir sind so nah an V1. Wir haben, oder ich habe, noch große Umbauarbeiten in den letzten Wochen gemacht. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Also, weiß nicht, in den nächsten paar Wochen wird es irgendwie ein V1-Release geben, so wie es dann auch erstmal bleibt. Ja. Du hast vorhin gesagt, Pengutronics-Seite wäre kein Open Source. Also bezog sich jetzt nur auf den Inhalt der Pengutronics. Nur der Inhalt, genau. Aber das Projekt selber ist so in deinem letzten Stand auf Git? Nee, das auch nicht, nee. Nee, also so ein Flamingo-Projekt besteht immer aus dem Design, die Plugins, die man irgendwie selber für dieses Projekt braucht und meistens der Content auch. Wir haben nicht den Content vom Pengotronics-Projekt getrennt, sondern es gibt ein www.pengotronics-Projekt, in dem alles drin ist und das ist nicht Open Source. Aber zum Beispiel das Projekt, das ich eben gezeigt habe, mit dem man halt anfangen kann, das Flamingo Init-Projekt, das ist Open Source, das kann man sich sofort jetzt von GitHub runterladen und sofort damit anfangen. In dem Stand, den du gerade sagtest, 0.10.2 zum Beispiel. Ja, 0.10.2, genau. Also, das ist eine exzellente Frage. Nein, also ich werde jetzt natürlich nicht versprechen, dass ich dieses Projekt für immer verfolgen werde. Aber es gibt eine Reihe von, ich glaube aktuell gibt es irgendwie so 12 Plugins, die sind eingebaut und die sind halt mitpaketiert. Die kommen mit, wenn man Flamingo installiert. Wenn du dein eigenes Plugin schreibst und das veröffentlichst, weil du sagst, irgendwie, ich habe jetzt hier eine super duper Block-Engine geschrieben, dann ist es deine Verantwortung, das ordentlich zu packagen. Ich habe nur das Framework gebaut. Also bei dieser Diskussion mit schreib mal Blogpost, meine Ausrede ist, ich habe die Block-Engine geschrieben. Also ich mache das ja ganz genauso. Ja. Ach klar, also die Frage ist, ob ich sozusagen ein Drittlevel Plugin oder Theme merchen will. Wenn es richtig cool ist und ordentlich eingebaut ist und vielleicht noch ein paar Tests gibt, würde ich das auf jeden Fall merchen, weil wahrscheinlich hast du ein Problem gelöst, das ich nicht lösen möchte. Vorgesehen ist, dass es zwei Plätze im Moment für Plugins. Es gibt die Core-Plugins, die sozusagen Core-Infrastruktur von Flamingo implementieren und es gibt Flamingo-Plugins. Und es ist noch vorgesehen, ein Plugin-Verzeichnis zu haben, das halt so Contrib ist, von Contributern, wo an jedem Plugin halt auch drinsteht, ey, das ist nicht Flamingo Core, das muss der Maintainer selber irgendwie klären, dass das immer funktioniert und ich nehme auch keine Rücksicht darauf, dass ich kein Release machen kann, weil der seine Sachen nicht pflegt. Aber das ist vorgesehen. Also wenn du eine coole Idee hast, ich bitte darum. Ich kann ja zum Beispiel mal, was ist denn mein... Ja, ach so, wie einfach, Entschuldigung, Sie haben völlig recht. Die Frage war, wie schwer oder einfach es ist, aus einem Plugin heraus Metadaten zu verändern. Das ist super, super einfach. Mann. Ich kann mal ein Plugin aufmachen. Eins, das möglichst klein ist.
Also das ist ein gutes Beispiel. Wir hatten in letzter Zeit Probleme mit unserem Feed-Generator, der unseren Atom-Feed macht. Und zwischen zwei Releases ist irgendwie passiert, dass der nicht mehr damit umgehen kann, wenn tatsächlich Metadaten in unseren Content-Objekten nicht gesetzt werden. Und hier fixe ich das. Was ich hier mache ist, ich suche mir alle Content-Objekte raus, wo entweder der Content-Body oder der Content-Title, das sind einfach Metadaten, wo die null sind, also nicht gesetzt sind. Und wenn ich die finde, dann setze ich den Content-Title und den Content-Body auf NotSet, was ein String ist, der valide ist. Und das sind Metadaten. Ja. Ja, natürlich, alles. Ich will unbedingt den, also die Frage war, ob man irgendwie alles konfigurieren kann. Klar, ich will den Leuten ja nicht im Weg sein. Ganz im Gegenteil. Weil die werden schon wissen, wie sie ihr Projekt irgendwie managen wollen. Gut. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.